In der fünften Minute muss Adrian Wichser auf die Strafbank. Dort sitzt der Stürmer während 2 Minuten. Und als er gerade wieder ins Spiel eingreifen will, hämmert Nordlund die Scheibe ins Tor. 1:0 für André Piotta. Umgekehrte Vorzeichen in der 10. Minute. Powerplay für die Rapperswil-Jona Lakers. Nodari. Und dann liegt der Puck im Tor. 1:1. In der Wiederholung sieht man, dass die Scheibe zweimal abgelenkt wird. Zuerst von Gauci und dann auch von Nordlund. Wieder ist Markus Nordlund als letzter an der Scheibe. Dieses Mal lenkt er den Puck allerdings ins eigene Tor. Im zweiten Drittel können die Gäste aus Rapperswil-Jona das erste Mal in Führung gehen. Remo Heitzmann ist der Torschütze zum 2:1. Es ist das erste Tor für den 20-jährigen Stürmer für die Lakers. Knapp 3 Minuten später taucht Heitzmann bereits wieder vor Zurkirchen auf. Der André Piotta-Torhüter kann abwehren, aber nur bis zu Mauro Jörg. 3:1 für die Lakers. Die Reaktion der Gastgeber in der 32. Minute. Schlagenhauf, Trierder, Anschlusstreffer. Schlagenhauf spielt die Scheibe vors Tor und irgendwie landet sie auf dem Stock von Marc Trierder, der nur noch einschieben muss. In der 36. Minute André Piotta erneut im Angriff. Paolo Duca wartet und sieht Maxim Noro 3:3. Alles wieder ausgeglichen. Ein herrlich herausgespielter Treffer der Tessiner. Luca mit Übersicht und Noro schießt sofort und lässt damit David Babischer keine Chance. Der Angriffswirbel von André Piotta wird zu Beginn des dritten Drittels durch Danielsson jäh gebremst. Wichsers Schuss wird via Bande zur perfekten Vorlage für den Schweden. 4:3 für die Lakers in der 44. Minute. 10 Minuten später, die Gastgeber. Mit dem erneuten Ausgleich. Torschütze ist Daniele Grassi. Aus dem Gewühl heraus geht der André Piotta-Stürmer als Sieger hervor. 4:4. Der Sieger des Spiels wird nach einer torlosen Verlängerung im Penaltyschießen ermittelt. Und dort läuft für die Lakers nicht viel nach Plan. Ganz im Gegensatz zu André Piotta. Paolo Duca entscheidet mit seinem Treffer die Partie. André Piotta gewinnt gegen die Rapperswil-Jona Lakers mit 5:4 nach Penaltyschießen.